liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde. Bevor unser neuer Vermittlungskandidat vorgestellt wird, gibt es zwei gute Vermittlungsnachrichten. Die gefundene Hündin Frieda, in unserer Serie vorgestellt vor 2 Wochen, ist zu lieben Tierfreunden gezogen. Im neuen Zuhause kann sie ihr Leben nur mit einem Hundefreund genießen. Auch das junge schwarz-weiße Katzenmädchen, vorgestellt am vergangenen Freitag, ist schon in einem neuen Revier angekommen. Nur die ältere verschüchterte Tricolor-Katzendame wartet noch dringend auf Menschen, die sich mit ängstlichen Samtpfötchen auskennen und sie zu sich nehmen. Nun wird Maya vorgestellt. Die kleine Jack Russell-Mischlingshündin wurde im Januar 2016 geboren, ist also noch eher ein Hundekind. Aus gesundheitlichen Gründen konnte sich der Vorbesitzer nicht mehr um Maya kümmern und musste sie schweren Herzens in der Arche Noah abgeben. Maya lebt bisher mit in einer Wohnung und das soll auch künftig so bleiben. Die flotte Biene war schon einmal zur Probe vermittelt, kam aber wieder zurück, weil sie mit dem Meerschweinchen im dortigen Haushalt nicht zusammenleben konnte. Die Familie stellte schnell fest, dass Maya einen ausgeprägten Jagdtrieb hatte. Sie ist eben ein richtig kleiner Terrier. Kleintiere sollten also nicht im neuen Zuhause leben. Das würde nicht gut gehen. Interessenten für Maya brauchen Zeit und Geduld für sie. Denn das kleine Hundemädchen hat in ihrem ersten Lebensjahr noch nicht viel gelernt. Und gerade in dieser Phase lernt ein Welpe, worauf es im Leben und im Hunde-Mensch-Rudel ankommt. Das hat Maya alles noch nicht erfahren, aber es ist nicht zu spät dafür. Haben die Interessenten keine Erfahrung mit Hunden, wäre der Besuch einer Hundeschule bestimmt am besten. Stimmen die Umstände, ist die kleine Maya ein zuckersüßes Hundemädchen, das sofort das Herz rührt. Wenn die kleine Biene noch den richtigen Start ins Hundeleben finden soll, wäre es für sie sehr wichtig, möglichst bald geeignete Menschen zu finden. Die liebenswerte Terrierhündin wird sicher gern Neues lernen und sich bemühen, ihren neuen Freunden zu gefallen und mit ihnen ein eingespieltes Team werden.